2000 Mann. So wie Sacharbeiter oder Lehrer. Ja, aber der Lohn. Der Lohn, du hast ja geschafft, der Lohn für einen 35-Jährigen ist ein Lohn für jemanden, der gerade einen Master abgeschlossen hat. Das ist ja egal, wie alt das ist. Natürlich würde jemand, also jemand, der jetzt mit 25 ETH oder Fachhochschule schon abgeschlossen.
das Golden Express. Dann fahre ich dann näher zurück. Geht er durch her. Spiele du den Musikkontakt, spiele du.
der Tod, mir nimmt das Leben, solange es hört, du bleibst mir. Merci Paul, merci Henri, und wir sehen uns irgendwann wieder. Das ist merci Dindelwald. Na dann, danke schön mal. Jetzt haben wir hier ein technisches Problem gehabt, darum ist es ein bisschen länger gegangen. Es kann wieder sein, dass es plötzlich aussteigt, aber wir singen einfach weiter. Wir bleiben da, bis wir fertig sind. Wir müssen vielleicht einfach ein bisschen näher kommen, dass ihr uns dann gleich immer noch hört. Genau. Jetzt, wenn ihr alle mal da hoch schaut, hat noch gerade eine Zipfel Sonne, hat es noch. Für alle die, die nicht wissen, wie das Lied «Bubes durch Berge» ist entstanden, die können jetzt hier mal raufschauen. Etwa so. Ein ganz wichtiges Lied, eines der ersten, das ist entstanden für Heimweh. Und ja, ich kann es kurz erzählen, es ist ja noch speziell. Wie ihr auch wisst, von gestern am Abend, ich komme aus zwei Welten, ich bin hier aufgewachsen. Und da kommt mir Berührung mit Volksmusik. Auf der anderen Seite habe ich lange bei Crossfade gespielt, habe in der Rockband gespielt. Und ich denke, es geht vielen so, man wächst also in verschiedenen musikalischen Welten auf, hört verschiedene Sachen. Und wenn ich dachte, das können wir ja mal ein bisschen zusammenbringen. Man könnte ein bisschen Popmusik machen, ein bisschen Volksmusik mischen. Habe ich mich so gefragt, ja, interessiert mich das eigentlich irgendeinen? Vielleicht sagen die alle, ja, scheiss der Kack. Aber bis jetzt läuft es nicht schlecht. Und die Leute haben Freude. Und ich habe auch Freude. Und das ist eines der ersten Lieder entstanden, wo ich so ein bisschen darüber nachdenke. Nicht eigentlich, wie ich aufgewachsen bin, sondern wie viele, die ich kenne, von hier sind aufgewachsen. Viele von uns, von unserer Gruppe, der Benni unter anderem, der auf einem Bergbauernhof im Muttertal ist aufgewachsen, ein einfaches Leben hatte. Nicht viel, aber trotzdem viel. Und wenn man da rauf schaut, weiss man, wie viel das man kann, wenn man den Berg umfasst. Hier ist die Bubes durch Berge. Und Winter ist nicht viel Stärke.
Das hat ein Kollege von uns geschrieben, der heisst Adriano Celentano. Also ein Kollege von mir. Und das Lied ist zu einer Zeit entstanden, wo mein Vater in die Schweiz kam, weil er aus Süditalien kam, ist von da aus dem Nachbarkanton, ich bin Vobalder, ich habe von Vizio Raffa und Pietro Stoss, die hat schon viele Leute zusammen, den Namen und woher es gekommen. In dieser Zeit, in der Kurs sind viele andere Italiener vom Süden die Zeit zu arbeiten, zu ausstellen, Donauboy und so weiter und so fort. Das sind die und genau zu dieser Zeit ist auch das Lied entstanden. Das Lied ist von Adriano Celentano, wie gesagt, und es geht darum, dass Adriano Celentano auf dem Land aufgewachsen ist. Das ist eine ziemlich wahre Geschichte. Er hätte müssen auf Mailand zügeln, was mir überhaupt nicht gepasst hat, weil er hatte überall Beton, grosse Blöcke und viel Auto. Und dann ist das Lied entstanden. Das Lied, das heisst Il ragazzo della via Gluck. Viel Spass! Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck. In una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava. Là dove c'era l'erba ora c'è una città. E quella casa in mezzo all'erbe ormai. Basta gleich hinter an sitzen. Oi. Questo ragazzo della mia gru. Oi. Si divertiva a giocare con me. Sitzt jemand doch nicht vor das Bild, Herrgott sagt. Wie so ein Lauf, echt. Da mir muss von der Kamera sitzen, kommt da mich nochmal. Ein verdammter Arschloch. Ein Drecksiecher. La troverai le cose. Mezzo vor Spiel sitzen da. Ha avuto qui. Stratege. Jetzt gehen wir nicht vor Spiel, Kopfer da mich nochmal. Hey. Seid ihr mir einfach hier an, hab vor Spiel gesessen. Jetzt ist mir da schon um mich vor Spiel. Bleib der Reise, wo ist da? Kopfer da mich nochmal. Questa strada io lascio il mio cuore, ma come fai?
natura, da voi che state a piedi nudi a giocare nei prati, mentre dal centro io respiro il cemento, ma per attorno che ritornerò. Ja, jetzt sage ich noch schnell etwas zum nächsten Lied. Ich bin, wie der Georg gesagt hat, auch einen wunderbaren Berg aufgewachsen, wie der Jens. Ein bisschen unten dran. Und der Dani auch. Und manchmal zieht er halt, wie der Georg auch schon erklärt hat, wenn man sieht am Bord. Und sieht dann vielleicht erst spät die Schönheit, die man hatte. Aber lieber später als nie. So ist es ja mir gegangen. In den Bergbauern-Dörfli, in den Bergbauernheim an Jungen, wo ich auch dabei alles noch von Hand gemacht. Wir haben ja keine Suchung gehabt, wie der Jens. Wir haben einen Schilder gehabt. Wer von euch kennt den Schilder? Wer hat den Schilder? Nehmt doch CDI. Ja? Also, das war unser Auto. Vielleicht, mit dem sind wir zu viel. Wer ist mit dem Schilder zu viel von euch? Niemand, ja, das sind wir, wir sind das auf alle Sorten gewesen. Besser wie mit einem Filter als zu uns, bis wir Velotüpfe da sind. Wir haben schon mehr Velotüpfe als andere. Und dann denken wir doch manchmal wieder ein bisschen zurück, wie das so ein bisschen war, dazu mal. Und bei mir, wie gesagt, ist das auch so ein bisschen weggegangen sein von Martin nach Amerika, zwei Jahre zurückgekommen. Und da gibt es dann den Moment, wo man spürt, man ist am richtigen Ort. Und dann hört man, oder gleich, spürt man wieder, ja, früher zu dieser Zeit, da, das darf man nicht vergessen, so wie dazu mal. Zum nächsten Lied dürfen wir wieder ein bisschen aufstehen, davor jetzt noch ganz viel Platz. Machen zwei Kinder, die zeigen dir, wie man tanzt.
dazu mal. Könnt ihr gerade zusammenlesen, was ihr hier heute angelegt habt? Ihr Mulaffe. Verdammt, verflucht den Mulaffe. Herrgott, die Tundra. Ich bin gerade da, ich kann es gerade bleiben, weil ich ein bisschen Stimmungsmusik habe. Ich kann mir rasch vorstellen, ich bin Ricardo Sanz aus Luzern. Und wenn ich jetzt hier so hocke, und so hocke ich auf der Bühne, der rechte Scheichen, wie er gut ist. Aber es war gut, es geht nur noch. Ein paar Wochen, dann ist er auch wieder happy und zufrieden und gesund. Da kann ich dann wieder rumspringen mit den feinen Herren. Wenn ich jetzt hier hocke und so die Zeit rausschaue, das ist so etwas Schönes, das ist so etwas Mächtiges. Und da komme ich Demut über und da muss ich mir überlegen. Ich danke Gott, dass ich in diesem wunderschönen Land aufwachsen durfte. Der Affi auch, der Fabrizio, ich sage immer der Affi, im Spitznamen. Der Fabrizio und ich sind Segondos, ich komme aus Spanien, aus Italien. Aber nein, das ist alles halb so viel. Auf jeden Fall rede ich euch etwas mitteilen. Wir sind einfach geile Menschen.
Danke für den wunderschönen Abend. Und ich denke, jeder von euch hat vielleicht ein Glas in der Hand oder etwas zum Trinken. Und ich möchte, dass alle mal etwas aufnehmen. Genau. Jawohl. Wie so ein Song, wo alle wirklich mitmachen können. Oder jetzt ein Glas Wein in der Hand haben. Oder ein Softdrink. Egal. Wir dir jetzt das Freude, das Leben früher mit einem Glas rote Wein. Sind ihr bereit? Yo, 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 shimparam, bimparam, bimparam, bimparam. Ah, gosh, bimparam, bimparam, bimparam.
Triumph und Trudy. Alle zusammen. Vor einer von uns Grindelwalds besten Tänzer gefragt, ob wir hier den geilen Move zeigen können. Weil also ich sehe an denen eine frauenreiche Zukunft bevor, wenn man so tanzen kann. Nein, es ist wunderschön zu sehen, das Dorfleben hier, das Grindelwald. Es ist halt so, es ist heimelig, es ist wie bei mir daheim. Es hat so einen gehörigen Charakter, es ist ernstig, echt, ehrlich und direkt. Und ich glaube, das macht es irgendwie aus. Das spürt man bis da oben. Und Blumen sollte man schenken, solange es nicht spät ist. Und ich weiss, der Georg hat nicht so gerne Blumen. Darum passt es halt einfach in Wohnt. Ich glaube, wir haben sehr viel, um Georg zu verdanken, dass wir hier sein dürfen. Und ich glaube, die Blumen heute Abend, die schenken wir allen Grindelwaldner. Und vor allem an Georg, seiner Familie, die heute alle da sind. So herzige Kind, ich würde sagen, es ist ein riesen Applaus. Blumen für euch. Man sieht viel Trauriges, wenn man dort das Leben nimmt. Die Bogen an, wo sie werken sich zu leben. Wenn man dem so bleibt und Leben sagt, drücken sie ihm noch schnell Blumen in den. Es gibt Menge, der hat nichts wachen kann. Und es gibt viele, ich will das nicht verstehen. Dann ist uns gut, wenn man drüber nachdenkt und merkt, dass man Blumen den Lebigen schenkt. Drum bring mir Blumen, solange ich frei kann haben. Und nicht erst dann, wenn ich muss vorgehen. Ich brauche keine Blumen, wenn ich gestorben bin.
bring mir Blumen, solange ich Freude kann. Wunderschön, danke dir, sehr, sehr gut. Es ist wirklich einmal gewesen mit euch heute am Abend. Danke vielmals für alle, die sind gekommen. So zahlreich, so mitgemacht, so in Zukunft, unsere Geschichte, unsere Lieder haben mitgesungen. Merci vielmals, das bedeutet uns unendlich viel. Merci vielmals. Einen haben wir noch. Darf ich Ihnen noch etwas erzählen? Wir haben angefangen 2016 und nachher die Leute zusammentrommeln, alle noch kennengelernt, zusammen anfangen zu proben, ist alles gut und recht gewesen. Alle haben aber so gedacht, was kommt jetzt? Was kommt denn da? Und dann habe ich gesagt, ja, komm, wir können da in Donnerstag aus. Und dann haben wir gesagt, ja, gehen wir. Und das war am 4. August 2016 gewesen. Und nachher hat es getatscht. Und am nächsten Tag war bei uns das Telefon heiß geworfen und wir haben nur noch. Manchmal mussten wir alle helfen. Meine Frau musste helfen. Die Kollegin von meiner Frau musste helfen. Alle waren am CD einpacken. Das Lied kennt ihr sicher alle. Mit dem wollen wir euch heute Abend verabschieden. Mit dem hat alles angefangen. Und, was wir noch sagen, heute Abend. Aber jetzt könnt ihr es euch vorstellen. Die neue CD kommt am 10. August in die Läden. Jetzt schon. Heimweh muss ich mal schauen. Heimweh muss ich auf CD. Könnt ihr es euch schon vorstellen? Hätte es euch schon gemacht. Aber das Wichtigste, das allererste Lied. Hier ist für euch. Rosmarie, merci vielmals. Wunderschön, sind wir. Ich werde dir ein blaues Haar.
zum allerletzten Mal. Immer geblieben, Rosmarie. Es ist so wunderschön mit dir. Warum geht sie so schnell für dich? Wenn wir beide zusammen sind, bin noch geblieben. Liebes Rosmarie, Dani, Rosmarie, bleib doch alle noch ein bisschen. Danke. Wir müssen uns noch ganz wichtige Leute vorstellen. Das sind unsere Musiker. Ohne sie wären wir nämlich nur halb so gut. Das ist der Gitarre, der Remo Kessler. Applaus bitte! Zum Eis trinken miteinander. Und für alle anderen, die heimgehen,
Hey, wir gehen heim, haben Sorge zueinander, haben Sorge zu euch. Und wer weiß, bis gleich wieder. Macht's gut, schönen Abend. Tschüss zusammen. Danke vielmals. Danke vielmals.